Hallöchen und willkommen seit wieder etwas längerem wieder zurück bei mir. Und wir befinden uns heute in einer etwas anderen Welt. Und zwar ist das eine Welt vom Technik Modpack Infamy Modern Warfare. Und zwar habe ich damit etwas vor, weil jetzt kommt die eine sehr gute Nachricht. Und so. PDF war eben gerade noch Glas. What? Das ist weg. Hier kann man schon sehen, ganz viele Mods. Oh. Gerade im Waffen und alles. Das wird ein Spaß, du. Und zwar geht es mir darum, dass ich jetzt nächste Woche eine neue Internetleitung bekomme. Ja! Jetzt freuen sie mich schon ganz viel. Juhu! Neues Internet. Ja, 32 Mbit. Nein, Scherz. Von wegen. Eine 100.000er Leitung. Und um das zu feiern, habe ich mir dann einfach mal gedacht. Du hast ja ein Twitch-Konto. Wieso machst du dann nicht einfach mal zur Feier des Tages einen Livestream? Habe ich mir gedacht, machst du. Und da habe ich mir dann gedacht, weil ich den Mod dann so neu entdeckt habe, also das Modpack hier, und dachte, kannst du eigentlich mal machen. Da habe ich mir gedacht, spielst du einfach mit ein paar Freunden dann im Livestream diesen Mod. Ja! Und dann kam mir noch eine viel geilere Idee. Und zwar betrifft das euch. Denn ich würde euch gerne einladen, gegen uns, also gegen uns, weil es geht ja hier um Waffen, wir haben hier, warte, hier Raketen und alle möglichen Türme und Waffen, habe ich mir gedacht, man könnte ja ein Battle sozusagen machen. Wie lange der Livestream gehen soll, weiß ich noch nicht ganz genau. Auf alle Fälle länger. Also ihr solltet lange Zeit haben. Die Voraussetzungen für den Livestream für euch wären dann aber, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, ich mache das bitte links. Oh, ganze Nachrichten überspringen. Da haben wir's. Und zwar sind die Voraussetzungen dafür, dass ihr mit uns spielen könnt, ein Original Minecraft. Also keine gecrackte Version. Das dürfte sowieso beim Technik Launcher nicht gehen. Dann ist der Technik Launcher sehr wichtig. Den Link, den tue ich euch unten in der Beschreibung. Dann braucht ihr das Modpack in... Dann braucht ihr das Modpack Infamy Modern Warfare. Den Link tue ich euch auch unten rein in die Beschreibung. Dann ist sehr wichtig, damit wir überhaupt richtig spielen können. Ich habe mich darüber natürlich schon erkundigt, weil Livestream wird es auf alle Fälle geben. Es ist auch nicht nur Minecraft, also wir wollen auch noch Planet Sides 2 spielen und was weiß ich, was wir noch spielen. Keine Ahnung. Entscheiden wir dann auch noch alles. Aber trotzdem wichtig zu wissen, falls ihr mitmachen wollt, ist erstens, dass ihr euch gut mit Minecraft auch auskennt, also mit Redstone und allem möglichen, weil das wäre schon ziemlich wichtig, um Pfeile und alles mögliche zu bauen. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr etwas über Thermal Expansions kennt. Das ist ein Mod, der hier mit dabei ist. Nächstes Mal. Das ist... Warte mal, ich guck mal ins Bett. Das ist der hier oben, genau. Da haben wir die Redstone Energy Cells mit dabei, die ganzen Geräte, die Steam Engine, Magic Engine, Matic Engine, Entschuldigung. Rock Rule. Steinwolle, oh mein Gott. Ja, das wäre das erste, was ihr wissen müsst. Dann Mechanics. So geschrieben. Mechanism. So. Mechanism. Müsstet ihr auch noch wissen. Das sind auch ziemlich viele Geräte und strommäßig sowie. Aber jetzt kurz. Ganz kurz. Husten. Ja, ein bisschen erkältet, das hört man vielleicht auch. Ganz geringen Zügen, aber nur ganz geringen Zügen. Hier gibt es auch ganz viel strommäßig was dazu und ja. Das nächste wäre, das muss ich wieder oben scrollen, weil ich gerade umgescrollt habe. Mindchem, oder wie man es nennen will, also die Chemie des Minecraftens. Nein, Scherz. Chemie in Minecraft. Wer sich damit auskennt, das ist ziemlich kompliziert. Ich habe mir heute Morgen mal ein Video dazu reingezogen. Also einfach ist es nicht. Ich weiß jetzt zwar, wie man aus Dings, aus Baumstämmen Diamanten herstellen kann, aber
Das ist doch ein sehr langer Weg und gerade die Maschinen, die man dafür braucht, sind ziemlich teuer. Dann das nächste, was ihr braucht, ist Bitcraft. Das dürften eigentlich, glaube ich, ziemlich viele können, weil das einer der Mods ist, der auch am meisten benutzt wird in vielen Modpacks und den viele auch mögen wegen den Röhren und allem möglichen. Ja, das kann wahrscheinlich die meisten, deswegen muss ich das jetzt wahrscheinlich nicht zeigen. Dann hätten wir als nächstes ein Applied Energistics. Applied Energistics, ja. Das ist dieser hier. Das ist das Riesending mit dem ME-System, also dieser riesigen Truhe, die man sich da machen kann, eigentlich unendliche Truhe. Nur dass diese Disketten ziemlich teuer sind. Was sind die eigentlich? Ja, Diamanten, ein paar. Nur ein paar. Das wäre gut, wenn ihr euch wirklich damit auskennt. Ich finde die Truhe eigentlich der Oberhammer, also auf alle Fälle. Wenn man sich damit gut auskennt und alles gut bauen kann, dann steht einem eigentlich nichts im Wege, dass man unendlich Dingsvorkommen, wenn man das dann, also Erzvorkommen alles hat. Ich habe das zum Beispiel mal verbunden, das, ich kann aber ganz kurz hinfliegen, das ist übrigens mal eine hochmoderne Stromfarm, damit ich man hat mir ja gesehen, die ganzen Redstone Energy Cells waren letztes noch voll, bis mir das ganze Ding explodiert ist, wie man wahrscheinlich gerade gesehen hat. Ja, ich kann ganz kurz hinfliegen, da hinten sieht man das schon. Da rechts, zeige ich auch noch gleich. Ja, hier kann man jetzt mal so ein System sehen, das habe ich da vorne, das für uns noch, ja, ich will gar nicht so viel zeigen. Mal so hinfliegen. Das hier ist noch mit manchem, das sind jetzt ziemlich viele Redstone Energy Cells, nur manchem hier gemacht. Hier sind auch die ME-Kabel und alles. Ein bisschen weggucken. Ja, so. Hier kann man dann sehen, hier wird dann aus Zellulose, was man aus Bäumen, hier rechts, aus Bäumen gewinnt, kann man dann hier Zellulose dann Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff herstellen. Und das kann man dann zu Carbon Nanotubes oder Nanotubes tun. Und wenn man dann Nanotubes so, so anordnet, dann kriegt man daraus einen Diamanten. Ja. Und ein professionelles ME-System, womit man alle Erze auf einmal brennen kann, das ist dies hier. Also mit dieser Gerätschaft kann man alle Erze, die es in diesem Spiel gibt, auf einmal brennen. Also einfach reintun und ja, das war's dann schon. Das ist hier gerade mal alles. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Redstone Energy Cell. Easiest way to do this. Yeah. Einfach ganz viel Redstone Energy Cells hin tun. Zack, 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 zack. Oh. Ja, ne, ne. Ach ne, das ist ja falsch. Oh, ich tue gerade die falschen Dinger hin. Ja, egal. Ich muss nämlich nach hier hinten. Die müssen nämlich auch gefüllt werden. Der eine war, der hier dafür gesorgt hat, dass das wieder alles zum Laufen kommt. Nein, war er nicht. Die ist noch alle leer, ne? Ja, fast leer. Zack, 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 zack. Einmal hochfahren, Output. Ich glaube, der Output ist schuld. Da muss ein höherer Output rein. Ich weiß es eigentlich nicht mehr so ganz genau. Das Video wird wieder ziemlich lang, das wird eine Stunde dauern, bis ich das hochgeladen habe. Aber zum Glück bald nicht mehr, wenn man dann noch eine Leitung. Ey, das ist, ich habe endlich geschafft, meine Eltern zu überreden, sich so eine Leitung anzuschaffen. Und das wird bestimmt dann heute ein Spaß sein. Dann brauche ich nicht mehr, um das Video hier hochzuladen, circa eine halbe Stunde, sondern mal wird es heute auch echt nicht mehr gehen, ne? Sondern einfach mal glatte, würde ich jetzt mal so sagen, glatte, 5, nee, so viel nicht, vielleicht eine halbe Stunde. Statt 5 Stunden. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und du willst heute einfach nicht anfangen mit Energie, ne? Ein bisschen hochpacken, die ganzen Outputs. Komm, bitte. Tu es nur für mich. Macht er heute nicht. Scheiße. Auf alle Fälle, da sind ziemlich viele Erze drin. Ich habe das mal so im Vergleich gemacht. Die Maschinen, die da haben, dann kriegen wir die dreifache Ausbeute von einem. Also... das ist schon eine Maschine, da braucht man eigentlich nur Erze reinfüllen, der macht die fertig und dann kannst du die fertigen Erze rausholen. Also, ah jetzt. What? Ganz kurz ging's. Nein! Hier, hier kann man das mal sehen. Komm, link bitte nochmal auf. Link bitte noch einmal auf, bitte. Ja! Wir haben es kurz gesehen. Ich kann da mal ganz kurz ein Standbild von machen. Kurz ein Foto machen. Komm, einmal noch. Einmal noch. Bitte! Nein!
Will er nicht. Will er nicht. Egal, dann mache ich ein Stammbild aus dem Video raus. Hoffentlich, wenn ich das schaffe. Bist du inkompetent dafür? Sicher. Oh, bitte. Oh, das Video wird zu lang. Es wird jetzt eher zu einem Let's Show als zu einem Dings. Aber einfach, es ist einfach so, um es euch auch mal zu zeigen, dass dieser Mod einfach der Oberhammer ist, weil es einfach so Hammer ist. Na, ein ganz bisschen blinkt es auf, da kann man auch schon sehen. So, dann machen wir noch kurz ein Foto davon. Kann man schon auch schon sehen, ihr könnt auch auf Pause drücken, aber ich mache es euch jetzt mal einfacher. So. Und füge ich das Foto dann einfach mal ein, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und ich erzähle einfach mal weiter. Das nächste wäre nämlich Assembly Lines, was ihr braucht. Also Wissen darüber wäre gut. Das ist eigentlich, wenn man so sagen kann, eine verbesserte Version von den Buildcraft Pipes. Weil ich die Buildcraft Pipes ein bisschen besser finde, weil die ein bisschen leiser sind im Gegensatz zu diesen Geräten, die nämlich ziemlich laut sind. So, dann mache ich jetzt mal das Bild wieder weg von diesen Dings und dann sind wir jetzt hier an der nächsten Gerätschaft da, die sich nämlich das sogenannte Assembly Line Prinzip nennt. Nein, Scherz, das habe ich selbst gebaut. Wie man hört, das ist nicht gerade sehr leise. Das ist nicht gerade sehr leise. Kann mich aber auch befördern. Das ist sozusagen auch eine automatische Verdosung. Aber gerade leise ist nicht, deswegen finde ich die Buildcraft Pipes immer noch ein ganz bisschen besser. Ja, trotzdem wäre es gut, wenn ihr darüber ein bisschen was wisst, denn das ist nicht gerade unnützlich. Auch diese riesigen Behälter sind gut und dieser Armbot hier ist nicht schlecht. So, das nächste ist dann Atomic Science. Das ist ein ziemlich geiler Mod, da gehen wir nämlich jetzt hin. Das war nicht das, was ich gerade verbergen wollte. Übrigens, ICBM, um es nochmal kurz zu zeigen, ist ja ein riesiger Mod mit, dafür braucht ihr übrigens auch wissen, weil ich den Kopf vorbeikriege, mit den Raketen und allem, das ist nämlich das Hauptaugenmerk, worauf ich es eigentlich setzen wollte, nämlich diesen Krieg mit den Raketen, weil es einfach total geil ist. Ich habe hier, das ist jetzt ein ganz bisschen wenig, ich hatte hier irgendwie 5 Reihen und so und alles auf einmal auf das Ding da hinten drauf geschossen. Und das ist schon ziemlich geil, wenn ihr so nacheinander alle zünden, das macht schon richtig Bock. Ja, so. Jetzt geht's aber weiter mit Atomic Science. Das ist eigentlich der Mod, der am meisten, würde ich jetzt mal sagen, Wissen fordert. Ich kann den mal jetzt kurz anschmeißen. So. Das hier sind nämlich... Mal kurz an. Läuft da hin? Ja, das Spieler fährt da hoch. Das sind zwei Atomreaktoren. Hätten wir ja schon Atomic. Und hier wird Strom durch Kernspaltungen erzeugt. Das dann hier das Wasser da drin erhitzt und dann diese riesigen Turbinen antreibt, die dann Strom erzeugen, der dann hier rüber geht in dieses Ding, was auch Strom braucht. Das ist nämlich ein Fusionsreaktor. In den muss man Dings reintun, wo steht's? Ich kann jetzt hier nachgucken. Deuterium. Und dann erzeugt das Plasma, also den vierten Aggregatzustand der Elemente. Und dieses Plasma ist dann auch das Wasser. Und das Wasser wird dann wieder heiß und geht dann hier rüber und erzeugt dann Strom. Und hier kann man mal sehen, dass hier ziemlich viel Strom schon gespeichert ist. Die dürfen eigentlich voll sein. Ja, ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Also weniger? Nee. Ja, denn das Ding hier ist auch nicht an. Und zwar ist das eine... Ist hier noch was drin? Kann man das kurz anmachen. Und zwar ist das eine Dings. Kommt drauf. Eine... ja, du läufst auch schon wieder nicht. Und zwar ist das ein ist das Partikelbeschleuniger. Also hier kannst du Partikel beschleunigen. Und dann kriegt man am Ende Antimatter raus. Ja, und mit diesem Antimatter kann man ziemlich viel machen. Zum Beispiel auch als Nebenprodukt habe ich hier zum Beispiel diese Strange Matter bekommen. Und damit kann man Sachen duplizieren, was ich ziemlich geil finde. Und das hält auch ziemlich lange. Also dann kann man lange duplizieren. Dann könnte man Diamanten echt gut duplizieren. Ja, das war's dann mit Atomic Science. Also das ist auf alle Fälle...
Dürfte es eigentlich wieder funktionieren? Ja, ja, du bist durch. Passierst auch. Jawohl, so, geht's weiter. So, das sind nämlich Partikelbeschleuniger, so heißen die hier. Normalerweise sind es, glaube ich, Protonenbeschleuniger, wie sie heißen. Und ja. Damit kann man keinen Strom erzeugen, aber Antimatter, was am Ende ziemlich gut benutzt werden kann, um Chemie zum Beispiel Strom zu erzeugen. Denn hier kann man Antimatter reinwerfen und das produziert nicht gerade wenig Strom. Das habe ich mit 2 Explosionen von 1 Gramm Antimatter bekommen. Also ziemlich viel Strom. Also damit kann man echt gut Strom erzeugen. Ja, das war's mit Atomic Science. Dann haben wir noch MFFS. Was ist die Übersetzung? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Schild, wie es schon sagt, Force Field. Ich habe keine genaue Übersetzung, weiß ich nicht. Das kann man ja auch sehen, es dreht sich wunderschön. Also, die Temperatur ist auch schon auf Maximalhöhe, ja. Hier wird auch Plasma erzeugt, wie man sehen kann. Und das hitzt die Dinger auch ganz schön auf. Die drin sind ganz schön schnell am Ende. Und dann, ja, sieht man das. Fühlt sich ziemlich schnell. Ja. Also Force Field wäre noch gut, dann Railcraft wäre auch noch gut, wenn ihr das kennt. Das ist jetzt nicht so wirklich so wichtig, aber ist schon auch schon ein cooler Mod. Und der letzte Mod, den ihr noch braucht, ist Turret Mod. Das ist ein Mod hier mit ja, mit Verteidigungstürmen, wenn man das so sagen kann. Und dann kannst du da mal ein bisschen Armor rein tun. Wo haben wir's? Da. So, zweimal. Zack. Zack. Kann ich immer eine... Oh shit, Entschuldigung. Kann ich immer eine Spinne hin tun? Weiter. Ach, hatte ich schon auf Peaceful. Egal, man sieht schon, die würden die dann abschießen. Und was ich auch ziemlich geil finde, den Mod, damit müsst ihr euch aber nicht wirklich auskennen, müsst ihr nur wissen, wie man es craftet. Das ist auch nicht so schwer, das ist natürlich der Waffenmod. Der ist, glaube ich, infam. Der ist schon ziemlich... Der ist schon ziemlich geil, der macht richtig Spaß, die ganzen Tiere damit abzuknallen, wenn damit zum Beispiel im Schlaf. Zack, weg, zack, das ist Call of Duty Style mit diesem Kreuz, was dann also aufleuchtet. Ziemlich geil. Und ja, das war's schon. Rückmeldungen und Fragen bitte unten in die Kommentare. Wer mitmachen möchte, auch gerne unten in die Kommentare. Wie viele Leute mitmachen, weiß ich noch nicht. Ich entscheide dann, wie viele Leute. Und schreibe die dann zurück, die mitmachen wollen. Und ja, Wissen ist gut. Wenn nicht, dann guckt euch, also wenn... Wenn ihr das Wissen davon nicht habt und ihr aber trotzdem gerne mitmachen möchtet, dann guckt euch auf alle Fälle ein Tutorial an. Es lohnt sich auf alle Fälle mitzumachen, nicht jetzt, weil ich Leute geil bin, sondern weil es wirklich einfach mir Spaß macht. Jetzt eigentlich, ich habe das hier gebaut, um zu wissen, wie es geht, und es hat mir einfach so Spaß gemacht, weil es einfach so Hammer ist. Und diese ganzen Sachen, die hier in Minecraft gehen, das ist einfach, boah, unglaublich. Ja, dann war es das auch jetzt vom, vom Livestream-Event, wo ich es jetzt mal nennen. Ein Livestream wird auf alle Fälle kommen. Das steht zu 100% fest, egal ob es jetzt Minecraft ist oder was anderes und mit euch oder ohne euch. Wird auf alle Fälle einer stattfinden, davor freue ich mich schon sehr mit meiner neuen Internetverbindung. Und ja, dann sehen wir uns eventuell im nächsten Video und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis dann. Tschüss. Und wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, ich gucke mir mal schnell nach, dürfte eigentlich nicht, der Rest ist nicht so wichtig hier. Über den müsst ihr nicht ganz so viel wissen. Das war's auch schon. Bis denn. Bye.